Hi Leute, ich habe heute meine liebe Marin dabei und zwar habe ich sie mal wieder besucht. Und ja, wir haben uns gedacht, wir probieren heute mal asiatische Süßigkeiten aus, die ich besorgt habe. Oh ja. Und wir haben gerade schon 4 getestet und das seht ihr auf Marins Kanal. Und das war sehr, sehr abenteuerlich, ja, Leute. Also, das war eine ganz harte Geschichte hier. Ja, so, wenn ihr sehen wollt, welche gut und welche schlecht waren, dann schaut unbedingt bei ihr vorbei. Und ja, wir testen jetzt 4 weitere und ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Genau. Okay, es geht los mit... Das hat mich einfach richtig angelacht. Das sieht richtig geil aus. Sieht so schön aus, oder? Also wenn es, jetzt noch gut schmeckt... Bestimmt, ja, wobei... Wir haben verschiedene Sorten. Mhm. Also wir haben Mango, Erdbeer, Orange, Litchi, Honigmelone und nochmal Litchi. Litchi, oder? Je öfter man sagt... Litchi. Wir fangen einfach mal mit Honigmelone an. Ja. Gleich schmeckst du uns was entgegen. Wackelpudding-mäßig. Ah. Aber ich glaube, umlernen würde ich es trotzdem. Hä? Was ist das? Da sind so Stücke drin. Guck mal. Okay. Schmeckt eigentlich wie Honigmelonen-Eis, finde ich. Probier mal so ein Stück. Probier mal. Probier du mal, Maren. Das war eklig, das Stück. Okay, ich will das auch probieren. Das ist halt wahrscheinlich, also ich nehme mal an, dass es Honigmelone ist, aber es ist trotzdem nicht so geil. Also, es ist so eine ganz komische Konsistenz. Das ist nicht lecker. Das ist irgendwie so hart zum Kauen. Oh. Honigmelone ist doch nicht so hart. Irgendwie lacht mich Erdbeer so an. Das ist schon pink. Ja. Eben, deswegen machst du das gleich nochmal auf. Ja, super, weil du das so toll gemacht hast. Mhm. Oh. Ah. Ich sag's doch. Da sind auch wieder so Stücke drin. Mhm. Ich spüre sie. Also. Oh mein Gott! Guck mal, die sehen gar nicht aus wie Erdbeeren. Das ist richtig eklig. Okay. Hast du schon wieder ein Stück probiert oder was? Die probiere ich dieses Mal, glaube ich, nicht. Okay. Weil die sehen echt Was ist das? Die sind ja durchsichtig. Das ist einfach, glaube ich, der Pudding, aber in einer anderen Konsistenz. Hä? Das kann kein Erdbeerstück sein. Hast du eins im Mund? Nicht lecker. Absolut nicht. So, das vorletzte. Wir haben es fast geschafft. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist das? Da steht Peanut drauf. Erdnuss ist schon mal sehr gut. Ich liebe Erdnuss. Ich liebe auch Erdnuss. Das ist schon mal super. Hier steht Reiskuchen mit Erdnüssen. Also Kuchen ist super, Reis ist super und Erdnüsse sind auch gut. Die Frage ist halt, ob die Kombination stimmt. Okay, ich rieche nur Erdnuss. Das ist sehr gut. Oh mein Gott, ich freue mich voll. Ich freue mich richtig. Wirklich? Weil ich Erdnuss so liebe, wirklich. Ich glaube, ich bin auch eine Erdnuss, weil ich einfach Erdnuss so liebe. Du bist eine Erdnuss. Maren ist eine Erdnuss. Haben wir das auch mal festgehalten? Hm? Okay, da ist auch noch was drin. Mhm. Also die Konsistenz ist wie gummiartig. Künstlich einfach. Wie ungefähr alles. Aber da ist einfach Peanut Butter drin. Mhm. Aber irgendwie eine künstliche Erdnussbutter. Viel zu low für unseren Geschmack. Also ich weiß es, du hast es schon wieder alles weggesetzt. Ich muss immer alles essen. Ja, ich muss eigentlich auch immer alles essen, aber irgendwie bei dem... Ich weiß auch nicht, ich esse einfach immer alles. Du kannst auch nicht die Reste hier von dem Pudding aufessen. Och, unbedingt. Ach, ja. Falls du nachher noch Hunger hast. Und von diesen ganz schrecklichen Sachen, die bei mir im Video gezeigt worden sind, oh Gott. Bitte schaut vorbei. Maren hat da, glaube ich, die schlimmste Süßigkeit ever für sie getestet. Das kannst du auch nicht. Nee, ich glaube, ich mag es doch nicht. Bist du bereit für das letzte? Mhm. Ey! Was zur Hölle ist das? Ein Getränk. Seht ihr das überhaupt? Da sind Chiasamen drin. Das sind so Minisamen. Ich weiß gar nicht, was es ist. Oh mein Gott. Ein Grass Drink. Vielleicht ist es sehr gesund. Was? Mit Basilikumsamen. Was? Basilikum? Wusste ich gar nicht. Okay, wie kriege ich das auf?
Die Folie, glaube ich, ist nicht auf. Gleich kommt mir hier das Basilikumzeug entgegen. Ich traue mich nicht. Traust du dich? Mm-mm. Ich traue mich auch nicht. Ging's? Ups! Schön! Upsi. Nein! Toll auf mein. Auf dieses Sesam! Auf mein Bett. Oh, super. Es sieht aus wie Schimmel eigentlich. Oh, also ich finde schon, dass das nach was riecht. Oh, jetzt zieht's rein. Ja, ja. Okay. Diese Samen. Interessant. Oh, oh. Hm. Das schmeckt irgendwie wie ein Hustenbombo, finde ich. So ein Sirup ähnlich irgendwie. Ja, oh. Aber nicht lecker. Mm. Wow. Nee. Irgendjemand, der da drin gestorben ist oder so. Tun da irgendwelche. Vielleicht sind es auch kleine Fische, die vergammeln da drin. Ja. Ich sage nur, es sind Basilikum. Bestimmt. Also ich bin mir da sicher. Das Basilikumsamen. Ich weiß, das geht so verkannt. Okay, solange es draufsteht, sind wir safe. Das Gefühl, wir werden keine Freunde mit asiatischen Süßigkeiten. Absolut nicht. Nein. Mm-mm. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben oder abonniert doch meinen Kanal. Würde mich riesig freuen. Schaut natürlich auch bei Maren vorbei und bei dem Video, was wir für sie gedreht haben. Das ist echt auch mindestens genauso schlimm. Schlimm. Ich wusste jetzt auch nicht. Wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.